Herzlich willkommen bei Baseballs. Wir sind hier bei HTC in London und was wir vor uns haben, ist ein sogenanntes HTC Pyramid. Der Verkaufsname ist HTC Sensation. Es ist das zweite Dual-Core-Smartphone von HTC, welches insgesamt mit 1,2 GHz kommt. Gucken wir uns einmal den Aufbau detaillierter an. Alles beginnt hier oben. Wir haben unseren Lautsprecher, da haben wir eine vordere Kamera, eine LED befindet sich hier oben. Dann haben wir eigentlich auch schon unser Touchscreen. Dieser ist 4,3 Zoll in der Diagonale groß, mit einer Auflösung von QHD, sprich 960 x 540 Pixel. Und hier unten haben wir die sogenannten vier Touch-Tasten, die jetzt im Glas drin sind. So sieht meine Vorderseite aus. So sieht die linke Seite aus. Laut- und leise Wippe, Micro-USB-Anschluss. Fußseite sieht so aus. Erstes Mikrofon sehen wir hier, dann die Öffnung natürlich. So sieht die rechte Seite aus. Keine Bauelemente, durchgehend glatt gehalten. Auf dem Kopfbereich haben wir 3,5 mm Anschluss für Headset, sowie die An- und Aus-Taste, Sleep- und Wake-Taste. Auf der Rückseite befinden sich aktive Geräuschunterdrückung für Mikrofon, also Mikrofon für aktive Geräuschunterdrückung. Dann haben wir eine 8-Megapixel-Kamera, die auch Videos aufzeichnen kann in 1080. Und wir haben Dual-LED, zwei LEDs finden wir hier. Das ist das Unibody, das ist quasi ein Aluminiumblock, gefräst und da sind halt Kunststoffoberflächen hier und da. Und das fühlt sich sehr gut an, sehr hochwertig an. Lass uns einmal starten. So sieht's aus. Das hat eine neue Oberfläche, die wir auch individuell gestalten können. Neue Sensoroberfläche. Und wir können einmal hier reingehen in den Einstellungen, gucken, was genau da steht in den Settings. Und About the Phone finden wir zum Beispiel hier oder Software Information, SenseUI 3.0 und Android OS 2.33, Gingerbread läuft drauf. Ansonsten von der Grafik, von der Oberfläche wurde es eine Menge besser verarbeitet oder wurde generell überholt verarbeitet. Und so sieht es aus. Es hat einen leichten 3D-Effekt. Das Wetter sieht ein bisschen cooler aus, ein bisschen effektvoller aus. Und das ist im Grunde das HTC Sensation, welches demnächst auch auf den Markt kommt.